Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Pokémon Infinity. Wir haben im letzten Part ja mal wieder kläglich versagt, weil wir schon wieder nicht Dialga oder Palkia oder irgendwen retten konnten. Jetzt müssen wir mal wieder mit dem Professor reden. Wir haben durchaus coole neue Mons, muss man sagen. Auch ein paar alte Boys, weil ja, Leveln ist halt einfach schwierig und ich muss ein bisschen was aufnehmen dementsprechend. Bis zum nächsten Part ändern wir maybe den Squad, aber man muss auch sagen, das Ding ist, also wir haben alle 5 Orden, wir haben diese 2 Shards. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch alles passiert. Ich weiß nicht mal, ob es hier eine Liga gibt oder sowas. Aber mal gucken, ich weiß auch nicht, was das Postgame groß auf uns warten lässt. Ah, und jetzt haben wir da oben 2... Oh mein Gott, das habe ich davor nicht einmal gesehen, dass da oben 2 Kristalle sind. Ja, uns fehlt halt jetzt noch ein Shard, ne? Den müssen wir jetzt wahrscheinlich holen, oder? Weil ansonsten würde es keinen Sinn ergeben, dass da oben nochmal so eine Lücke ist. Und anscheinend, also langsam, also von dem, was ich jetzt hier so mitbekomme, also diese 3 von Team Fate wollen ja irgendwie Thorn aufhalten. Und ich sage euch ehrlich, ich bin mir langsam nicht mehr sicher, ob Thorn hier der Gute ist. Maybe will er mich auch einfach nur zurückschicken, dass ich ihn nicht aufhalte. Und er ist maybe auch schon irgendwie durch die Zeit gereist, weil anscheinend irgendwas mit Zeitreisen ist ja hier. Also momentan schlägt mein Sus-Radar sehr stark bei dem eher aus, als bei Team Fate, um ehrlich zu sein. Also das wäre so den Plot-Twist, den ich momentan erwarten würde. Und die Maschine ist jetzt dazu fähig, mich 100 Jahre vor, bevor der Chaos-Tempel zerstört wurde, zu schicken. Okay. Das bedeutet, wir könnten diesen Shard von Giratina dort holen. Und den werden wir vermutlich auch holen müssen. Ja gut, dann gehen wir doch da rein. Dann schick mich mal 100 Jahre in die Vergangenheit, würde ich sagen. Die Frage ist jetzt nur, wo komme ich raus? Ich komme wirklich in der Höhle? Lol. Lol. Schau ich meinen Anzug an und wir kommunizieren jetzt mit ihm. Der beschützt uns vor der kosmischen Strahlung und den ganzen Turbulenzen und sowas. Okay, und Giratina wird anscheinend jeden Moment wiederbelebt. Yo, wie cool. Okay, das ist schon sehr geil. Und anscheinend sind die anderen schon dort und sind mit Dialgas Zeitkräften dahin gekommen. Aber ich vermute, hier wird jetzt erstmal noch kein Pokémon sein. Aber ich vermute, wir werden jetzt hier einen krassen Kampf haben. Oh Gott, ich bin noch nicht hoch genug gelevelt für irgendwas hier. Bro, ich bin doch scheiße. Und ein Rock Gem. Ja, das wird uns auf jeden Fall hier retten. Da chillt noch ein Absol. Weil mal mich interessiert kurz, wen haben wir vorne? Dann besiegen wir kurz mal Absol. Auf welchem Level sind denn die hier? 65. 65! Mama! Die sind so hoch gelevelt! Ach du Scheiße, wie soll ich denn das hinbekommen, hä? Lecco mio. Ja gut, wir gehen dann mal hier hoch. Und das ist so einer, der eine Zeremonie hält für Giratina. Die Statue sieht aber sehr cool aus. Ich weiß zwar nicht, warum der da keine Flügel hat. Das sieht irgendwie sehr weird aus ohne Flügel, aber hey. Oh. Und darauf habe ich mich schon gefreut. Neues Puzzle, yippie. So, und damit haben wir das Giratina-Puzzle auch erfolgreich geschafft. Yippie. Sie nennen mich nicht umsonst den Puzzler. Ne, sie kennen mich. Sie kennen mich, den professionellen Puzzler. Okay, und wir können jetzt anscheinend hier einfach runterdüsen. Oh, und da kämpfen schon welche gegeneinander. Nee, oder? Doch. Das ist einer aus Team Fate. Und die versuchen, die aufzuhalten. Ja, das ergibt Sinn. Ich meine, warum sollten sie die auch nicht aufhalten wollen? Ich meine, die sind mitten in ihrer Zeremonie. Und die platzen da einfach so rein. Das ergibt durchaus viel Sinn. Würden die auch gegen mich kämpfen? Oh ja. Ja, okay. Ich bin ein random Typ. In einem unfassbar weirden Anzug. Oh, mit Unknown wird das aber nichts, Freunde, ne? Damit gewinnt ihr nicht gegen mich. Aber ich bin auch ein random Typ mit einem unfassbar weirden Anzug. Ich verstehe, warum die gegen mich kämpfen. Ich verstehe es. Okay, und hier scheint es nach unten zu gehen, weil hier wieder... Also es gibt auf jeden Fall doch mehr als 3 Team Fate-Member, wie wir eventuell festgestellt haben. Aber das sollte trotzdem in Ordnung sein. Oh, spielt doch nicht immer alle Discharge. Boah, das war so viel Damage. Bitte kein Sturdy. Perfekt. Ich hätte jetzt gar keinen Bock gehabt, dass hier ein Monster stirbt, weil ich kann mich ja hier wirklich nirgendwo heilen. Hurricane. Da will ich dir echt gerne beibringen, aber so viel wie ich misse, lassen wir das mal lieber. Oh, ich glaube, in den können wir eigentlich immer in unseren Steel-Type gehen.
Aber ja, ich denke, wir sind so ein bisschen maybe im Story-Finale, so ein bisschen so einen Vibe kriege ich zumindest. Ich weiß es nicht. Oder zumindest an so einer etwas krasseren Stelle in der Story. Warum haben die Grottle und Torterra? Das ist so random. Dann schauen wir mal runter. Da wird es vermutlich wieder abgehen, weil da wird sicher Giratina und oder chillen alle drei. Und er wollte gerade sagen, sie haben eine Möglichkeit. Und wir wissen immer noch nicht, was er vorhat. Und er hat auch fest... Also er kennt Thorn auf jeden Fall in irgendeiner Form. Warum, weiß man immer noch nicht, glaube ich. Und er will gerade halt, dass Giratina ihn unterstützt. Und Palkia und Dialga sollen Giratina holen. Aber anscheinend will Giratina irgendwas Krasses machen und Thorn holt mich zurück. Bei Giratina weiß ich nicht, was macht. Alles in die Zerrwelt zieht, oder? Okay, und wir sollen jetzt mit den Museumsleuten reden, weil anscheinend hat er die Hoffnung, dass die dort vielleicht noch irgendwas da haben. Also so ein Shard, was wir uns nehmen können. Also er wollte uns auf jeden Fall retten aufgrund der Energie. Ich weiß jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ich vertraue dem Typen einfach nicht, muss ich sagen. Okay, in the back of the main floor. Oh, ist das dieses Energieding? Oder das hier? Nein. Ich dachte, ich muss hier mit irgendwas ansprechen oder so. Weil die haben ja offensichtlich was da. Aber wie kriege ich das jetzt hin? Oh, das Aerodactyl sieht cool aus. Was ist das hier? Ah, das ist ein Old Amber. Hey, das ist aber sehr cool gemacht, das Museum. Ich weiß ja, ich habe das Gefühl, ich war hier noch gar nicht drin. Maybe habe ich das geskippt. Aber wie komme ich denn jetzt hier ran? Okay, also... Der Gewinner des Trident-Tournaments, hat der Typ mir gerade gesagt. Dann wird das ausgestellt, das Ding. Aber wo findet denn das Trident-Tournament statt? Jo, das Gengar ist einfach verschwunden, wie geil. Oh lol, und hier hinten ist noch ein riesiger Skulpturgarten? Mit Kecleodon? Was? Kecleodon hat eine Entwicklung? Okay, ich war definitiv nicht in diesem Museum. Ich dachte eigentlich, ich hätte mir alles angeguckt. Offenkundig habe ich das nicht. Weil hier ist so ein voll cooler Garten. Der sieht voll süß aus, hä? Den habe ich einfach nicht mitbekommen, ne? Da werden wahrscheinlich diese Baby-Pokémon alle sein. Oh Gott, und dann ist da das hässliche Viech. God damn, Catty. Wie ich da Teil hasse. Mann, Mann, Mann. Aber ich glaube, hier ist nichts Krasses. Weil ansonsten hätte ich das gesehen. Jo, okay, mega Alakazam hier einfach auf spontan. Und hier hinten ist noch irgendein Dieb. Okay, der kämpft gegen mich. Hat er nochmal irgendwas? Ich sehe schon, wie hier gleich nochmal was auftaucht, was ich noch nicht gesehen habe. 100%, call ich jetzt. Ich meine, hey, Leula kriegt ein paar EVs. Das ist auch ganz nett. Ah, vielleicht in das große, auffällige Gebäude mit dem Empoleon vorne drauf sollte ich gehen. Ja, dann gehen wir da wohl hin, ne? Und anscheinend ist das... Ey, das ist aber jetzt nicht die Top 4 im Endeffekt, oder? Ich meine, wir sind ja mehr oder weniger so kurz vorm Ende, habe ich das Gefühl. Und ich habe schon mitbekommen, dass das Postgame richtig krank sein soll. Also da passiert noch einiger Scheiß, das heißt, wir gucken uns den auch noch an. Aber wenn das Spiel jetzt gleich zu Ende ist, das habe ich aber jetzt nicht so wie in meiner Planung gedacht. Ich meine, die Parts sind eigentlich, haben alle eine gute Länge. Und ich dachte irgendwie, das Spiel wäre ein bisschen länger. Oh, da ist auch der Dingstyp. Aber so momentan? Ja, wie fange ich denn an? Wie kann ich denn das Tournament starten? Ah, wir müssen uns anscheinend irgendwo da unten für dieses Turnier registrieren. Wahrscheinlich bei der Dame, die aussieht, als könnten wir dort... Okay, also wir können einfach teilnehmen. Okay, wir dürfen echt nicht heilen oder so. Ich glaube, das ist wirklich die Liga, hä? 16 Trainer. Ja gut, dann werde ich 4 besiegen müssen. Ah nein, ich wollte... Nein, 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 nein. Ich will ja teilnehmen. Aber wait, das heißt, ich habe jetzt einfach... Es geht jetzt einfach los? Oder wie? Tatsache, es geht jetzt einfach los. Ich glaube, das ist jetzt hier quasi Top 4. Ich bin noch viel zu underlevelt dafür. Ja, das wird jetzt spaßig, Freunde.
Das kann ja nur ein Riesenspaß werden. Okay, unser erster Trainer ist dieser Christian. Also, es hieß auch, dass anscheinend irgendwie jeden Tag andere Trainer da sind. Deshalb, es kann sein, dass ihr maybe sogar andere Gegner habt. 71! Sonst geht's euch aber noch gut, oder? Oh, ich überlege gerade, ob wir sogar in unseren Grassboy gehen. Weil ich glaube, der kann mir nicht so viel und dann... Ja, jetzt ist eigentlich schon zu spät. Jetzt habe ich bin ich schon in Staydown gegangen. Weil ansonsten hätte ich gesagt, gönnen wir uns ein paar SDs. Ist wahrscheinlich sogar schlau, aber hey, ja gut, dann gucken wir mal. Magnezone schon mal weg, trotz Ockerberry. Fühlen wir es halt eine Führerschwäche, ne? Was sollen wir machen? Akrobatik für den, nee. Ich habe das Gefühl, Leula werden wir nicht mehr groß benötigen oder benutzen oder so. Uzma, das ist die Entwicklung, von der ich euch erzählt habe. Wobei, hier könnte Leula uns actually helfen, weil der hat wenigstens Erdbeben drauf und ein Bedroher ist auch nicht verkehrt. Steinkanne wird wahrscheinlich trotzdem wehtun. Oh, haben wir actually ganz gut gelebt? Der kam Meteor Mash, als ob. Oh, aber wir stehen. Aber er kriegt... Okay, er kriegt einen Attack Boost. Der ist mir actually... Lieber als alles andere. Oh Gott, Erdbeben hat ja so wenig. Ah, er hat eine Sugarberry. Ich wollte gerade sagen, das war ja verhältnismäßig gar nichts. Aber es ist okay, wenn Leula erstmal tot ist. Aber wobei, wir werden ja nicht geheilt, ne? Das heißt, wenn es wirklich Back-to-Back-Kämpfe sind, boah, kann es sein, dass wir mittendrin in Anführungsstrichen abbrechen müssen und ich einmal zwischendrin leveln muss. Weil sonst wird es ja hier potenziell gar nichts. Da ist Dragoil, okay. Ich würde eigentlich gerne drin bleiben, aber am Ende des Tages, wenn er kein Erdbeben hat, ist eigentlich Mario ein gutes Mon dagegen. Aber er wird doch sicher Erdbeben haben, oder? Deshalb, ich gehe mal nur Flash Cannon, kein Core meint nix für den Damage. Kriegen Spedef Drop, das ist cool, wenn er sich gleich hält. Oh, er geht auf Akrobatik. Ja, dann nehme ich schon einen Core Mind mit. Okay, der... Ich habe eigentlich mit einem Highlight-Item gerechnet, bin ich ehrlich. Aber dann nutze ich das jetzt, um kurz ein bisschen zu setupen. Und ich glaube sogar, ich belebe mal kurz was wieder. Also Akaloyla. Weil ich glaube, wie gesagt, wir werden für den nächsten Kampf nicht geheilt. Und dann wäre das wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ich hoffe natürlich, jetzt kommen vielleicht noch Monster, die ich mit Gigadrain besiegen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Es kommen ja jetzt noch drei Monster, ne? Cacturn. Ja, okay, vor dem habe ich jetzt nicht so viel Angst. Sollte ein Flash Can Dine. Ich meine, wir sind... Oder auch nicht. Salakberry. Okay. Interessant. Habe ich nicht mitgerechnet. Aber wir sind einfach trotzdem noch schneller. Noctuska, was bist denn du für ein Waschlappen? Aber klar, das passt natürlich dazu, weil er ist ja der Sohn von dem einen Council-Member. Ach nee, nicht Flygen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir den One-Shotten. Und der ist schneller, drückt aber nicht Erdbeben. Was ein Ehrenmann. Stirbt der einfach? Schade. Okay, aber jetzt sollte ein Erdbeben kommen. Das heißt, bevor wir jetzt hier einen unnötigen Tod haben, wechseln wir einfach mal ganz gediegen aus. Warum Hyperstrahl? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Hä? Aber gut, das ist ein Free SD für mich und dann kann ich den mit Bullet Punch besiegen. Und dann kann ich vielleicht das nächste Mon mit Drain Punch rausnehmen. Ich bin so verwirrt, weil ich glaube, das ist hier wirklich die Top 4 im Endeffekt. Beziehungsweise so eine Art Liga? Vielleicht gibt es keine richtige Liga, sondern das Tournament gibt es halt hier. Und das haben wir dann einmal im freaking Part 8. Das ist krass. Oh nee, nicht er. Ja, brauche ich auch nicht Bullet Punchen, weil der hat doch sowieso einen Fokusgurt. Ja, da wechsle ich. Da bleibe ich jetzt nicht drin und lass den jetzt irgendwie richtig dumm sterben. Nee, da sehe ich mich nicht. Wir gehen auf eine Runde Night Days. Und wir haben noch ein paar Prios in der Bag. Also ich habe jetzt vor Alakazam nicht so viel Angst. Der sollte im Normalfall auch nichts Krasses außer Zauber... Oh, schmeckt! Oh, der hätte sogar nicht mal einen Sash gehabt. Ich hätte Geld auf den Sash verwettet. Aber gut, damit haben wir den ersten Typen besiegt. Und dann soll ich zur Lobby gehen. Also darf ich doch heilen dazwischen? Ah, nein, Tatsache nicht. Aber das ist wahrscheinlich so mein Moment, wo ich jetzt kurz alles, ne... hochheilen kann, dies, das. Ich hoffe echt, ich habe da genug Items für dabei und so. Nicht, dass ich jetzt hier aus irgendwelchen Gründen zu wenig Items habe. Ja, aber das war schon mal ein guter erster Kampf. Ja, und dann schauen wir mal, wer der nächste ist. Oh, der Shiny Hunter, stimmt. Den haben wir auch ewig nicht mehr gesehen. Donny, my boy. Oh, ja, ich hoffe aber... Also, der muss ja jetzt eigentlich 6 Shiny Pokémon haben, ne?
Das wäre sehr cool. Und ich hoffe, es sind Regionalform-Custom-Mons, weil von denen würde ich sehr gerne die Dingsformen sehen. Echt, hat er jetzt einfach nur richtig langweilig so Shinies, wo man weiß, dass sie cool sind, wie Milotic. Das wäre irgendwie sehr lame. Aber Milotic nutze ich jetzt erstmal zum Setupen. Okay, ich wollte eigentlich Milotic zum Setupen benutzen. Oh, jetzt hat das Teil wenigstens nicht nochmal Haze gedrückt, aber es kann Haze. Deshalb würde ich einfach mal nur hier mit plus 1 rausgehen. Dass ich hauptsächlich, dass ich einfach mal mit dem Boost hier rausgehe. Das ist schon mal nicht schlecht. Der sieht ja mega geil aus. Und das ist so gefühlt das einzige Mon, was mich Typing-technisch komplett an die Wand checkt. Geil. Aber wie geil sieht denn Shiny Garucho aus? Fire Gem Overheat. Das haben wir unfassbar gut getankt, hä? Und er hat Brick Break. Aber auf minus 1 leben wir das. Ey, Leula 12 Level drunter, aber tankt wie eine Maschine. So ein Macher. V-Rowan Shiny, okay. Ey, das finde ich super cool. Es kommt vermutlich die Kampfattacke. Ich habe nicht wirklich einen guten Switch in denen, deshalb gehen wir in Chemistry. Es kommt Leaf Blade, das ist gut. Jetzt hoffentlich kein Brave Bird. Oh, ich wollte gerade sagen, das wird wehtun. Aber wir one-shotten den einfach auch, weil Chemistry einfach in Beast-Offensiv gesehen ist. Halleluja. Okay, ich sag, einen Mix kann ich akzeptieren von so Mons. Einen Mix sehe ich ein. Wir können in Staydown gehen, der resistiert beide Stabs. Und Hammerarm auch. Nehme ich auch sehr gerne mit. Und dann haben wir einen Flammenwurf raus. Alter, es läuft gegen den richtig gut. Okay, Gott sei Dank. Die Ockerberry war egal, weil er nicht Erdbeben gedrückt hat, weil er ein Dummy ist. Ich mag auch den Stern, dass da nochmal gezeigt wird. Yo, das ist auch wirklich ein Shiny. Warum Shiny Steelix? Den checke ich nicht so ganz. Aber ich glaube, da geh ich jetzt auch wieder in Chemistra. Weil der eigentlich auch wieder alles gut wegsteckt. Und mit Drain Punch heilt. Das ist halt das Geile, der heilt sich halt einfach. Weil er so ein Ehrenmann ist. Double Edge. Ah, das tut weh. Dann greifen wir lieber nochmal an. Lepidion. Was? Ist das eine Käfer? Das ist eine Käferentwicklung von Evoli, oder? Gibt es hier alle Evoli-Typen? Kann das sein? Ist das das Ding hier? Oder ist das Fee? Es können auch... Nee, aber Fee ergibt keinen Sinn. Hä, warum sollte es Fee sein? Und er hat auch eine Select Berry, okay. Aber warum sollte es Fee sein? Ah, das war jetzt dumm. Hätte ich nicht sterben lassen müssen, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Die Frage ist halt, warum sollte es Fee sein, wenn es schon Feenentwicklung gibt? Das heißt, ich denke, es ist Käfer? Oder gibt es noch was anderes, was Kampf resistieren könnte? Mir fällt zumindest nichts ein. Die Quick Claw ist Poppin. Das killt einfach trotzdem nicht. Deprimierend. So, und damit war es das auch mit Steelix. Und ich denke, damit haben wir alle besiegt, ne? Ja, war ein nettes Kämpfchen gegen Danny. Ich sag, ein paar Shinies waren weird. Ich vermute, da finden einfach nur die Ersteller cool. Also, eigentlich fand ich nur Steelix weird, um ehrlich zu sein. Er hat auch so powertechnisch vom Level her. Wobei, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine, es war ein Metagross schon dabei. Den hätte es jetzt nicht wegen mir noch gebraucht. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, gegen den haben wir, glaube ich... Haben wir gegen den schon... Ja, das war doch der erste... Nee, der zweite Arena-Kampf, ne? Ist das nicht Wolverine? Hieß er nicht so? Nee, doch nicht. Howlett ist einfach nur sein Dad gewesen, okay. Dann war es einfach nur so ein random Special Guy, der da war und irgendwann einer der Ego-Council-Members ist. Aber den haben wir schon mal gesehen. Pokémon-Trainer Koba, okay. Mit einem stinknormalen Nidoking. Nicht mal das Regional Nidoking. Das ist ja lame. Und mit lame meine ich, ich habe nicht wirklich einen guten Switch in den. Ich finde das gar nicht so geil. Oh, ist das Gen 5, ne? Ach komm, warum? Boah, das haben wir aber richtig gut aufgegessen, hä? Ich glaube wirklich, diese Noctua-Entwicklung, die ist schon mies bulky. Habe ich das Gefühl, dass die richtig dick bulk hat. So, ich heile mich einmal kurz wieder komplett hoch. Ich weiß nicht, warum er auf Feuerschlag gewechselt hat, aber hey. Und dann gehen wir auf Night Days. Weil wir überleben das ja richtig nice. So, und jetzt hoffen wir einfach auf einen geilen Miss. Oder dass er den Move wechselt. Und dann gibt es nochmal einen Night Days. Ich weiß nicht, warum er seinen Move wechselt, warum er so dumm ist, aber feiere ich ja. Noch ein Accuracy Drop. Und dann gehen wir jetzt nochmal auf Roost. Bin ich auf Roost gegangen? Ja, ne? Wunderbar. Maybe dodgen wir jetzt sogar den Hit. Und könnten dann... Oh, geil! Mit Full HP hier rausgehen, Freunde! Nice! So sehe ich das doch gerne. Das war's mit Nidoking an der Stelle.
Who's next? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh. Das Regional Charizard. Der ist ja Drachefeuer. Ergo habe ich nichts, was wirklich effektiv gegen den ist. Dann kann ich auch einfach mal drinbleiben und Airslash klicken. Wir drücken nicht Night Days, weil wir haben gelernt, der hat Competitive. Boah, das war viel Damage, du. Das war auch viel. Es ist ungewohnt, dass das Teil so viel Damage drückt. Vor allem, wir sind 9 Level drunter. Der ist wirklich, ich glaube, der ist von den Werten her echt richtig, richtig gut geworden. So, jetzt wechseln wir in Gabby raus. Und die feuert ihren Aquajet dann ab. Hidden Power. Natürlich hat er eine sehr effektive Hidden Power jetzt. Willst du mich veräppeln? Dann hat der Hidden Power... Fee? Oder Pflanze? Pflanze vermutlich. Pflanze ergibt am meisten Sinn. Warum Machamp? Lass das doch. Wobei es geht. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nichts zum Reinwechseln, aber wir haben doch was. Oh, Klaus Kornbart ist actually... Okay, ich wollte gerade sagen, war ein Crit. Dass das immens viel Damage war. Aber durch den Drop sollte Focus Ram den eigentlich killen, oder? Ja, wunderbar. Ey, zur Not, ne? Wir heilen uns halt zwischendurch. Ist gar kein Stress. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Hi, Drygon. Oh, den finde ich echt nicht so geil, muss ich sagen. Ich hoffe halt, es kommt einfach Dark Pulse und dass ich den Draco danach überlebe. Dark Pulse kommt, der kann auch Feuersturm haben. Oh mein Gott. Ach, kritte doch jetzt nicht. Das ist gar nicht so geil. Drachenpuls, das sollten wir leben. Wenn auch knapp, aber das sollte den Killen oder Bullet Punch Range bringen. Geil, und jetzt saugen wir uns wieder die KP nach oben. Oh, ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum. So sehen wir das gerne. Ich find's actually mega geil, wie gut meine underleveled Mons jetzt hier gerade am Perform... Also, gefühlt waren die alle richtig weak durchgehend. Und haben irgendwie alle nicht so überkrank performt, außer Chemistra. Aber jetzt auf einmal, ne, wenn das so in der Pseudo-Top 4 bist, dann denken sie sich, okay, Freunde, jetzt müssen wir mal kurz eure Putz hauen und nochmal kurz zeigen, wo hier, ne, was hier eine Hake ist, wo der Hammer hängt. Ich drücke jetzt mal einmal Core Mind, einfach nur um, ne, für das Mon danach besser gepreppt zu sein, weil offensichtlich hat Xatu keine Hitzewelle, weil es ein Dummbatz Xatu. Ist zu doof, das zu lernen. Und das sollte dann hoffentlich schon reichen. Und damit war es das auch mit Xatu. Was ist dein letztes Mon? Torterra. Och man. Ja, vielleicht killt Flashkin. Okay, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich dachte mir, jetzt werden wir überheblich, weil wir auf demselben Level sind. Jetzt werden wir überheblich, Freunde. Pignitz. Auf geht's. Du bist actually echt gut. Ich gönn dir den Kill. Weil dann kriegst du auch nochmal ein Level-Up, was gut ist. Ich weiß echt nicht, warum von den Gen 4-Startern irgendwie nur Torterra hier unterwegs ist. Aber irgendwie feiere ich es auch. Oh, das ist tatsächlich wild. Also, ich finde Mondgewalt eine gute Coverage, aber Unlichtflug hittet so viel. Und bei dem Bull geht's auch noch ein Nasty-Plot. Schmeckt ganz dicksaftig. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir ins letzte Battle hinein. Ah, und die Professorassistentin. Das ergibt auch sehr viel Sinn. Die haben wir ja auch mal gesehen. Und noch nie gegen sie gekämpft. Finde ich sehr cool, welche vier Leute hier sind. Also wirklich Trainer, denen man schon mal begegnet ist, aber mit denen man noch nicht groß was zu tun hatte. Komm, wir probieren es mal. Connected leider den... Ja, okay, mit dem Crit verstehe ich es. Ich wollte aber gerade sagen, dass das one-shottet, finde ich krass. Ja gut, dann würde ich sagen, Core meinten wir mal ein bisschen, ne? Oh, er nasty plot. Oh Gott, jetzt, ich krieg Respekt vor dem. Okay, das hat gar nichts abgezogen. Ah, bitte box, nein, ich wollte gerade sagen, bitte box dich nicht weiter. Ich weiß nicht, warum er nur Hurricane drückt. Ach komm! Mann, wenn wir uns halt auch durchgehend nur selber boxen. Wir one-shotten den immerhin. Aber diese durchgehende Selbstboxerei hasse ich. Bitte irgendwas, wogegen ich Giga Drain drücken kann. Cat's Bars? Es könnte ein Boden-Pokémon sein. Giga Drain? Der ist schneller. Das ist auf einmal ein Speedy Boy. Also wobei, der hat auch Flügel, ne? Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung, was das ist. Ich probiere jetzt mal, ob es ein Boden-Pokémon ist. Fang Rush. Das ist doch diese. Das ist eine Feenattacke, ne? Ey, Bro, sag mir nicht, dass das ne. Och, Mann. Okay, aber Aqua Jet ist sehr effektiv. Und der hat. Der hat ein Rocky Helmet.
Ist das Feeboden? Das ist offensiv brachial stark und zerreißt mein komplettes Team. Bitte leb. Ach du Scheiße. Ach komm. Ey, nee, also das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich einfach nur verliere wegen freaking Flinches. Komm, das kannst du wem anderen erzählen. Ja, keine Ahnung, wie ich das mit den Mons gewinnen soll. Ja, das werde ich, glaube ich, verlieren. Da habe ich keine Chance. Aber das auch spontan... Ja, das habe ich verloren. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn ich jetzt verliere, müsste ich dann wieder gegen alle... Ich meine, ich habe gespeichert, ne? Müsste ich nochmal gegen alle vier antreten, aber der zerreißt halt mein komplettes Team in seine Einzelteile. Und wenn ich jetzt wieder mitmachen würde, müsste ich dann von vorne anfangen, weil ansonsten resette ich hier einfach. Weil das ist ja dumm. Ja, wirklich, wow. So, dieses Mal habe ich mich dazu entschieden, direkt einfach anzugreifen mit Donnerblitz. Und er wechselt sogar in Volcarona raus, wild. Aber da ist ja eigentlich Leulan bestialisch guter Check, oder nicht? Wie viel macht Hitzewelle? Okay, ich wollte gerade sagen, das war schon wieder so viel Damage. Und dann gehen wir auf den Rocktomb, maybe out. Alter, was ist denn jetzt los? Geflincht die ganze Zeit, verwirrt die ganze Zeit von ihm. Hey, das ist so ein Saftsack-Gegner. Das hat gar nichts abgezogen, weil er eine Pashoberry hat, klar. Und das war's auch wieder mit Gabby. Boah, läuft schon wieder richtig kacke, ne? Ich krieg's kotzen. Ich probiere mal mit Pek. Ja, ich muss sogar direkt killen, weil ich weiß nicht, der wird... Ja, ich wollte gerade sagen, richtig viel Damage machen. Ich glaube, ich verliere halt schon wieder gegen den. Einfach, weil der so lächerliche Mons hat. Blaziken, ja, der wird mich killen, ist schneller. Warum auch immer der Volcarona und Blaziken hat? Ich meine, klar, mit Speedboost ist der strong, das verneine ich hier nicht, aber... Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt schon wieder eine Chance habe gegen... Weil eigentlich wollte ich meinen Bedrohermann extra für Distanzbars aufheben. Also die Entwicklung davon. Und ich glaube, ich verliere halt einfach wieder gegen den Miss Magius. Ja, ich muss den halt opfern. Ich kann ja jetzt gerade nichts reinwerfen. Also ich gucke mir jetzt eigentlich im Endeffekt nur das Team an. Ich versuche noch irgendwie vielleicht, wenn Mario doch irgendwie in einem Speed-Tie oder so ist, dass wir dadurch irgendwas retten können. Aber ansonsten weiß ich nicht, denn Nasty plottet sogar wild. Ich hoffe, Donnerblitz killt. Tut es natürlich nicht. Leben wir das noch? Okay, immerhin. Das heißt, wir hätten zumindest die Chance, das hinzubekommen. Und ansonsten muss ich mir irgendeine andere Strategie überlegen. Bitte sei schneller. Wir sind nicht schneller. Das ist sehr schlecht. Weil ich glaube nicht, dass... Der hat halt kein Level Up gemacht. Ich glaube, der Kid... Oh, das kann missen. Hat der maybe Hustle? Das wäre wild. Und jetzt können wir den mit Bullet Punch killen. Okay, wir sind maybe doch im Game, Freunde. Wir sind maybe doch im Game. Was kommt drauf an? Ah ja, er hat den. Aber den kill ich ja mit Bullet Punch. All good. Wir sind immer noch im Game. Was ist das letzte Mon? Oh, wir sind nicht mehr im Game. Ja, den habe ich halt nichts, um den gescheit zu killen, ne? Oh mein Gott. Hilfe. Okay, dieses Mal habe ich strategisch ein bisschen anders gespielt. Ich denke effizienter. Oh, das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob wir wohl Corona outspeeden. Ich habe zwar einige Call Mines Intus, aber ich weiß nicht, ob die reichen. Aber zur Not haben wir noch unsere Eule in the back und die ist noch auch quasi fit. Wir sind langsamer. Oh, wir leben das sogar dank den, ich glaube, 4 Cormans und killen das Volcarona dieses Mal, Gott sei Dank. Ich habe auch die Dunsparce-Entwicklung intimidated, dadurch konnte ich Fang Rush überleben. Oh, und dadurch hat das dann alles Gott sei Dank funktioniert. Ey, das war, also, das Ding, lol. Das ist einfach wirklich eine Ruhmeshalle, what the fuck? Hä? Weil das Spiel ist ja noch nicht zu Ende. Die Story geht ja noch weiter. Aber ich glaube so... Ich glaube, wir haben die Liga im Endeffekt jetzt damit geschafft. Und das ist unser Final-Squad. Ist actually ein sehr cooler Squad, wie ich finde. Ich feiere die. Aber... What the actual shit? Was ist hier passiert? Und das Ganze in guten 14 Stunden. Ja, nicht schlecht, ne? Aber da passiert doch jetzt noch was, weil ich kriege ja jetzt erstmal den Stein geschenkt. Oder? Genau, wir kriegen... Ah, jetzt kriegen wir erstmal die... Ah, die Trophäe ist das Ding. Ah, um die ging es ja auch im Endeffekt.
So schließt sich also mal wieder hier auch ein Kreis. Nice. Warte, was? Ah, wenn wir damit fertig sind, sollen wir es wieder ins Museum bringen. Ja, das können wir gerne machen. Ah, ich kann hier nicht wegfliegen. Okay, das ist in Ordnung. Ja, aber coole Liga, ne? Das als Tournament hier zu gestalten und so. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber gut, ich würde sagen... Oh, Leute, der wartet schon da draußen auf uns. Wir hören mal wieder darauf, wo wir gefühlt immer bisher die letzten Parts aufgehört haben. Wir hatten heute einen krassen Battle-Part, ne? Wir haben die Top 4 gemacht. Finde ich sehr, sehr cool. Und wir waren da bei diesem Giratina-Ort. Der war auch sehr nice. Ich weiß nicht, ob der Part hier ein bisschen kürzer ist. Aber ich denke, das ist okay dafür, dass wir... Also ich sage jetzt einfach, das ist die Top 4 gewesen, weil das war halt auch einfach die Top 4. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wo wir, I guess, das Story-Finale machen. Und danach haben wir wahrscheinlich noch ein, zwei Parts Postgame, weil wir haben noch einige Pokémon, glaube ich, die wir uns angucken müssen. Und ich weiß, es kommt noch eine sehr krasse Sache hier auf uns zu, wo ich denke, dass sich einige freuen werden. Wir sehen uns. Bis dann und ciao. Bye, bye.